Jetzt haben wir schon Orte, die zusammengehören oder zusammen möchten. Da gibt es auch Regionen, die einen Begriff, einen Überbegriff haben. Und manchmal geht da eine Grenze durch, zum Beispiel eine Kreisgrenze. Eine Frage an Gustav Bergemann von Herrn Bierwirth. Die jetzigen Kreisgrenzen Schmalkalden-Meiningen und Wartburgkreis schaden nachhaltig einer gemeinsamen Entwicklung der Thüringer Rhön. Sieht die CDU-Landtagsfraktion hier entsprechende Änderungen vor? Und welche Entwicklungen könnten denn die Rhön positiv beeinflussen? Also, dass diese Kreisgrenzen nachhaltig der Entwicklung schaden, das kann ich nicht feststellen. Es gibt also auch gute Beispiele, wenn ich Biosphärenreservat Rhön nehme, länderübergreifend mit Hessen, Bayern, Thüringen. Wir haben ja auch hier in unserem Umfeld direkt auch das Rhön-Forum, wo Gemeinden mit drin arbeiten, wo die Kreise miteinander integriert sind, wo auch Synergien zustande kommen über die jeweiligen Gemeinschaftsgrenzen hinaus und auch über die Kreisgrenzen hinaus. Also ich glaube schon, dass wir da eigentlich gut aufgestellt sind. Und wir haben ja, in der Fraktion ja auch gesagt, wir wollen die interkommunale Zusammenarbeit stärken. Wir haben zum Beispiel auch im Haushalt Geld eingestellt, dieses und nächstes Jahr, 500.000, glaube ich, jeweils, um auch sowas zu fördern, dass Projekte gefördert werden, übergreifend, kreisübergreifend, dass man mit diesem Geld sagt, Mensch, wir wollen gemeinsam da dieses Projekt realisieren, sodass man sagt, es ist auch ein finanzieller Anreiz da, um das auch freiwillig nach vorne zu